Meine Guys und Girls, hier ist wieder euer Grid Gamer zurück zur Let's Play von Folge, was war's, 18 von, ich glaube, Overlord 2. Bin mir nicht sicher, ob wir hier Overlord 2 spielen, es könnte auch Overlord 3 sein, man weiß es ja nicht. Rest in Peace Overlord 3 an der Stelle. Ja, der letzte Part haben wir unsere ersten Entdeckungen hier im neuen Gebiet Immerlicht gemacht. Das Heiligtum der Elfen. Und ja, ich finde das Gebiet optisch echt super, super, super schön und könnte ich mir echt stundenlang ansehen und ich könnte mir hier sogar wirklich vorstellen, Urlaub zu machen, weil guckt euch die Pflanzen an, die Flora, die Fauna, es sieht einfach super toll aus. Ah, und endlich können wir es jetzt ganz bestimmten Viechern endlich heimzahlen, weil die da oben, die haben im letzten Part ordentlich, genau, ordentlich geärgert. Genau mit diesen Stinkbomben. Oh, und jetzt müssen sie sich alle ergeben. Es tut mir leid, meine Roten. Das war schlecht koordiniert von mir. Kommt. Zurück mit euch. Oh Gott, der eine wird jetzt wahrscheinlich... Ja. Oh, wurde voll abgeschlachtet. Ja, wisst ihr, was ihr da mit den Pflanzen macht? Seht ihr das? Ja, das seht ihr, ne? So, jetzt ist leider mein Überraschungsmoment weg. So, aber... Ah, ich wollte gerade sagen, hier bin ich vielleicht auf Abstand, aber nein, bin ich nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen lästig. Wobei, ich habe eine bessere Idee. Die Roten bleiben mal hinten. Und die Braunen, die stürmen jetzt voran, weil die stehen auf einer Plattform und die können, und das kann eingebrochen werden. Genau, so ist doch schon viel besser. Warum habe ich es nicht gleich so gemacht? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Irgendwie ist nur einer gestorben. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber es ist passiert. Ich bin froh drum. Haben wir nur bisher einen Todesfall zu beklagen. Stimmt, können wir hier eigentlich Statistiken uns ansehen? Territorium 9, Turm 97. Nee, also Statistiken kann ich mir hier noch nicht ansehen. Das müssen wir dann in der Brutgruppe machen. Weil mich jetzt gerade interessiert, wie viele Schergen wir denn so verloren haben bisher. Aber ich glaube, das sind wir gar nicht mal so schlecht dabei. Also ich bin ja nicht so schlecht dabei. Ich bin ja der Spieler. Ihr seid der Zuschauer. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und hier kann ich echt nichts anfangen, gell? Ah, das... Ey, das ist immer so triggernd. Das ist so schlimm. Das machen Spielentwickler halt mit Absicht. Die wissen, dass man damit Spieler unfassbar nerven kann. Sachen hinzustellen, wo man weiß, oh, das ist gut, das muss ich machen, da muss ich rankommen. Oh. So, machen wir das mal kurz so. Ah, da komme ich auch noch nicht ran. Ja, sowas, genau sowas dann zu machen, aber dann halt es zu verhindern, also dem Spieler zu verhindern, dass man da sofort rankommt. Das ist dann halt immer so fies und so gemein. So, aber hier habe ich mich vorhin noch nicht so genügend umgesehen. Ah, da komme ich... Wie komme ich denn da ran? Ich dachte, ich komme da ran, wenn ich hier dingse, aber nee. Oh boy, wie... Hä, jetzt mal ernsthaft, wie komme ich da ran? Muss ich da also doch vom Schiff abdocken, um da ranzukommen, oder wie, oder was? Oder hab... Oh nein, sag mir nicht, da waren doch vorhin so Plattformen, die habe ich doch kaputt gemacht. Oh, sag jetzt nicht, dass ich die jetzt zerstört habe und... Ja... Dass ich da jetzt nicht mehr rankomme. Oh, das wäre jetzt ärgerlich. Das wäre jetzt super ärgerlich, ey. Oh nein, weil ich brauche die Dinger. Wenn ich meine Schergen weiterhin von ihren Minimumslevel upgraden möchte. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich ein Upgrade, was ich tatsächlich, wo ich sage, so von wegen, yo, das brauche ich jetzt wirklich zwingend und dringend, aber... Sorry, ich finde das hier so cool, wie das hier aussieht. Oh. Macht sogar Geräusche. Und ich kann sogar durch. Ha. Ich spiele jetzt versteckt mit meinen Schergen. Hier findet mich niemand. Naja, Spaß beiseite. Um auszureden, es ist triggernd, wenn sie Objekte platzieren. Man kommt nur nicht ran. Und ja, es ist einfach triggernd. Okay, aber das Schiff ist ja jetzt direkt hier ums Eckle. Ich werde euch mal kurz schneiden. Ich fahre mal kurz hin und ich glaube... Wow, mein Gott! Alter, wo kam denn die jetzt her? Die hat mich jetzt überrascht. Ich mache euch einen kurzen Cut. Und dann
Mal gucken, ob ich das noch erreichen kann, weil ich möchte das jetzt schon gerne erreichen. Mal gucken. Okay, meine geilsten Girls, ich melde mich mal kurz dazwischen. Wir sollten ja unten links hin. Ich werde euch wahrscheinlich jetzt wieder auf die Karte reinzoomen. Ich finde es echt schade, dass man das nicht so machen kann, aber egal. Aber ich habe hier hinten, glaube ich, eine Stelle zum Andocken bemerkt. Und ich möchte mich ehrlich gesagt echt sehr gern umsehen, auch wenn wir laut Spiel angeblich unter Zeitdruck stehen. Aber das glaube ich eh nicht. Wir haben alle Zeit der Welt. Und dementsprechend gucke ich mich jetzt hier auch um. So, könnte nichts dazu. Aber wie schön das hier immer noch aussieht. Ich finde es herrlich. Da laufe ich jetzt sogar mal echt schön langsam durch, um das hier echt zu genießen. Es sieht so genial aus. Aha. Da betrachten sich doch welche wieder so ein schönes Ding. Wobei, das sieht anders aus. Das ist nicht sowas. Ich glaube, das ist ein Zauber. Aha. Na, das wollen wir uns doch an den Nagel reißen. So, meine Schergen, langsam. Und dann Attacke! So. Das habt ihr fantastisch gemacht. Sehr schön. Das gehört mir. Ich sag schon so wie das Scherge. Das gehört mir. Hm? Hey, kommt gefälligst mit. Oder wollt ihr einen anderen Weg einschlagen? Mitkommen. Auf. Oder muss ich euch etwa leiten? Das könnte ich ja auch machen, aber eigentlich will ich ja nicht. Wow, Hilfe. Na gut, dann leite ich euch halt eben. So. Wenn es halt automatisch nicht geht, muss es halt so gehen. So. Ja, ist ein bisschen... Okay, ist ein bisschen arg hakelig. Wieso betrunken? Wow, Hilfe. Okay, bringt's aufs Schiff. Alles andere ist egal. Nein, verdammt. Sie haben einen meiner Routen kaputt gemacht. Ah, shit, die McD, die gibt's doch nicht. Na gut, dann hole ich halt noch einen neuen Braun daher, weil ich habe jetzt gerade kein rotes Schergenportal. So. Dann würde ich mal sagen. Nee, das nicht. Ich möchte einfach nur. Genau, dass ihr das Schiff bemannt. Alles andere ist mir egal. Gut. Ja, eins brauche ich, glaube ich, noch, oder? Ah, ich habe mich nur falsch positioniert. Ups. So, und das sollte ja jetzt auf unserem Schiff bleiben. Und da ich ja zufällig weiß, wo ein Teleporter ist, bringe ich das Ding jetzt doch gerade mal dahin. So, ich könnte mir vorstellen, es wird mehr Gesundheit sein, weil ich meine, es ist rot. Und dementsprechend sollte das ja klar gehen. So. Dann folgt mir mal schön. Oder bin ich hier richtig? Ja, okay, das wird ein bisschen dauern tatsächlich. Ich meine, ich hätte tatsächlich zu meinem Dingens hinfahren können. Und dann wäre es schneller gegangen. Aber egal, meine Schergen wissen jetzt ihren Weg. Und dann cutte ich euch auch hier nochmal ganz kurz, bis dieses Objekt angekommen ist. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass Gnarl nicht mehr seinen Lieblingsspruch sagt mit dem "Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte." Also, bis gleich. Da waren sie gerade ein bisschen verwirrt. Ihr habt die maximale Gesundheit erreicht. Das ist gut, Herr. Von toten Meistern bekomme ich Ausschlag. Was? Maximal? Wie? Geht's nicht mehr höher? Na, Mensch, da hat der alte Overlord aber mehr zu bieten gehabt, ey. Da hatte ja eine Gesundheit, ey. Da kam selbst ein Level 99 Mafia-Boss nicht mehr ran. Setzt die Segel in Brand, um das Schiff aufzuhalten? Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Was zur Hölle passiert jetzt? Müssen wir jetzt echt an See kämpfen, oder wie stelle ich mir das vor? Wow, Hilfe! Holy shit. Ja, ich bin schon dabei. Oh mein Gott. Nein, mein Schiff! Was zur Hölle, Mann?
Ja, ja, schon klar. Ich weiß, wie ich schneller hier machen muss. Holy shit, das habe ich nicht erwartet. Tötet ihn! Oh mein Gott, das habe ich echt überhaupt nicht kommen sehen. Als ob! Mein Schiff ist fast am Arsch. Das kam jetzt so unerwartet. Das ist gar nicht gut. Kommt jetzt der erste Tod? Aber das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Volle Fahrt, aber wenn ich es ramme, bin ich wahrscheinlich down. Ja, rammt sie. Los. Jawohl. Oh, sehr nice. Sehr schöne Treffer. Schnell, dreht. I know, Gnar. Oh, wir haben absolut kein Segel mehr. Das Schiff ist am Arsch. Oh mein Gott, aber voll cool gemacht. Dass wir jetzt echt hier ein Seebattle haben. Like, holy shit. Oh, das struggelt. Das muss erstmal umdrehen. Das fährt gegen die nächste Wand. Setz die Segel in Flammen, Herr. Die sind schon in Flammen. Mein Gnar, die Gnar. So, gleich habe ich dich. Ich spam gerade den A-Knopf. Jetzt können meine Roten feuern und diesmal sind wir jetzt die Verfolger. So, und jetzt haben wir dich in die Ecke getrieben, ne? Setz die Segel in Flammen, Herr. Oh, okay. Wir müssen uns kurz wieder um Eindringlinge kümmern. Boah, ich kann nichts sehen. Hilfe, Kamera. Oh Gott, selbst die ist jetzt... Boah, Hilfe. Ich will Segel brennen sehen. Ja, erstmal müssen wir uns um Eindringlinge kümmern. Okay. Meinem Schiff geht's, glaube ich, richtig schlecht. Aber egal. Wir leben noch. Oh, und diese blöden Wassernixen da, ne? Oh, jetzt hängt da wieder eine dran. Geh weg da. Ah, muss ich mich jetzt darum auch noch kümmern. Geh weg da. Ah. Oh, der finale Schlag war gerade super passend. Ja. Oh Gott, meinem Schiff geht's gar nicht gut. Okay. Das war halt so unerwartet, ey. Ich dachte so, Elfenschiff, okay, wir müssen das finden. Aber nein, wir müssen einfach... Wir müssen einfach gegen es kämpfen. Das ist schon insane gemacht. Oh Gott, aber das dreht jetzt gerade da hinten um. Wie oft muss ich das Ding noch treffen, ist jetzt die Frage. Wohin hat sich mein Schiff irgendwie reparieren können? Okay, wisst ihr was? Ich drehe es um. Weil das macht so keinen Sinn. Ich gehe zwar dann das Risiko ein, dass es mich rammt. Aber ich sehe jetzt gerade keine andere Möglichkeit, als das zu tun. Weil sonst fahren wir dem Ding ewig hinterher. Wie kann das überhaupt noch so schnell fahren? Naja gut, die sind wahrscheinlich auch wie Hölle am Rudern. Wenn die Elfen das überhaupt können. Genau. Und nun ja, dementsprechend sind wir wahrscheinlich ebenbürtig. So, aber gleich dürfte es doch entgegenkommen. Ich sehe es doch da unten schon auf der Minimap. Ich klopfe weiter auf den A-Knopf. So, das ist jetzt das Problem. Jetzt kann es mich rammen. Oh ja, oder? Komm, 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 komm. Ja, wir sind ausgewichen. Schnell, dreht die Kajüte. So, entkommt's nochmal oder können wir hinterher fahren? Wenn's Blödsinn macht, dann verfolgen wir das. Okay, es dreht um. Das ist unsere Chance. Ah, die sind schon wirklich am struggeln. Okay, wir müssen mal eben ein bisschen ausweichen. Mal ein kleines Rämmerchen hier verwenden, ne? Wie, Anton? Oh Gott. Wegen der Schiebung hat es sich voll in den Felsen reingerammt. Oh mein Gott. Aber wie schlecht war das denn gerade? Wir sind einfach durchs Wasser gefallen, gestorben. Okay. Alles klar. So, wo sind wir denn jetzt hier? Oh nein, ich muss auch noch... Oh, mich hat's voll weit zurückgeworfen. Ach, goddammit. Weil ich muss jetzt noch die Dingens noch zurückholen. Den Gesundheitsbalken. Okay, meine ganzen Girls, ich schneide euch. Bis gleich. Okay, meine ganzen Girls, Versuch Nummer 2. Diesmal bin ich ein bisschen besser vorbereitet. Und ich weiß, was ankommt.
Dementsprechend. Es darf mich nicht nochmal rammen. Oh boy, das war wieder knapp. Ihr Schiff ist zu schnell, Meister. Verwendet eure Routen, um die Segel zu verbrennen. I try. Oh, das dreht sich genau mit mir mit. Ihr seht es da unten rechts am Bildschirmrand. Oh boy, das ist nicht gut. Los, gib Gas. Setz die Segel in Flammen, Herr. Ah, zurück, zurück. Auf. Es hat mich ein bisschen gerammt. Ja, ja, ich weiß. Oh boy, jetzt ist gerade perfekt. Es sind zwar auch einige an Bord, aber die werden jetzt schön von meinen Roten verbrannt. Oh, das ist perfekt gerade. Ich will Segel brennen sehen. I'm on it. So, schön verfolgen, schön verfolgen. Und die an Bord werden auch schön abgebrannt. Jawohl, das macht ihr super, meine Schergen. Ich versuche mit dem Schiff mitzuhalten. Ist mir egal, dass da jetzt gerade einer ist. Ich will Segel brennen sehen. Oh boy, ist das gerade wild. Okay, schnell bremsen, bremsen, bremsen. Zurück, zurück. Genau, und jetzt können die sich die Roten wieder darauf fokussieren. I try. Oh Gott, ich klipp mal kurz durch die Wand. So. Und dann schön in die Enge treiben. Jawohl. Oh, okay. Setz die Segel in Flammen. I'm on it. Genau. Oh, das läuft viel besser. Oh Gott, Hilfe. Wir glitschen uns durch die Gegend. Los. Jawohl. Okay, wie enter ich das jetzt? Ihr habt die Segel des Elfenschiffes verbrannt. Einfach jetzt hier. Drückt B, um anzudocken. Jawohl. So. Ihr habt das Schiff geentert. Sehr geil. Und jetzt haben wir das hier. Tötet die Elfen. Können wir jetzt das Schiff nehmen? Ja, aber klaro nehmen wir das. Erobert das Elfenschiff. Und gemacht. Und direkt die Musik wieder friedlich. So, Schiff, altes Schiff. War schön mit dir. Geil, jetzt haben wir ein Elfenschiff mit verbrannten, nicht mehr nützigen Segeln. Es sieht so aus, als würde es gleich abheben wollen in den Himmel. Und dann kann ich wieder schön singen. Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Elfenschiff völlig schwerelos. Und ihr könnt euch mal ganz ehrlich verpissen. Ihr seid lästig. Genau, da unten bist du besser aufgehoben, Madame Brudel. Es sieht so ein bisschen aus wie Madame Brudel aus den Mario Games da, aus Odyssey. Und das Schiff hat auch mehr Leben als unser altes Kackbratzen-kaiserliches Schiff. Ist doch viel besser, das hier. Es ist halt eben aus dem einzigartigen IKEA-Edelholz hergestellt worden. Hehe. So. Noch einmal beeilen und dann können wir genau hier anlegen und sind quasi direkt dran an den Toren. So, genau. Dann brauche ich 5 daran. Kurz mal Kamera wieder neu synchronisieren lassen, dann gucken wir mal, wo wir das Ding hinbringen müssen. Ah, sehr schön, ich kann mir hier braune Schergen holen, das mache ich mal mit Vergnügen. Weil nur rote dabei zu haben, ist schön und gut. Aber ich brauche auch meine braunen Schergen. Das ist halt eben die maximale Kombo. Haben wir wieder die ausgeglichene Zahl von 10, 10. Das ist sehr schön. Und dann machen wir das doch. So. Ganz kurz. Die roten brauche ich alle. Ich brauche die maximale Feuerkraft. Ich würde sogar jetzt auch mal nur 4 Schergen an dem Ding dran lassen. Jeder Scherge, der mitkämpfen kann, ist besser für mich. Aha. So. Da habe ich doch schon was gesehen. Jawohl, das macht ihr gut. Kann mein Zauber was ausrichten? Oh ja, kann er. Haha. Und tschüss. Könnte ich die eigentlich auch unter meine Gewalt bringen? Das würde mich gerade interessieren. Was gibt es so eine kurze Zeitspanne? Okay, nee. Geht nicht. Na dann, schlagt sie in ihre Ärsche. Oh nein! Die Animation war gerade auch wieder königlich. So, dann verbrennt mal die letzte eben. Na, ihr seid noch nicht genug dran. Okay, dann hier noch ein bisschen näher. Lasst euch nur nicht von diesen Schwabbeldingern erwischen. Ups,
Nee, nicht plündern. Nicht so gut. So. Zack. Und weg. Sehr schön. Aber ein bisschen Money Money war drin. Na? 1, 2, 3. Jo. Und das reicht dann. So. Erstmal ein wunderschönes... Upsala. Ich wollte mich doch nur umgucken. Habe ich LB nicht gedrückt. So. Wollte mir das Ganze nur mal wieder ein bisschen ansehen hier. Sieht schon schön aus. Ah, das könnte echt ein... Oh, Hilfe. Okay, du willst es also wissen. Okay, und down ist es. So. Und währenddessen könnt ihr genau das hier reinpflanzen. Au, mein Fußmeister. Muss halt ein bisschen aufpassen. Ist das wieder ein Aufzug? Es ist ein Aufzug. Gut. Das heißt, wir müssen das gute Ding ein bisschen weiter schleppen. Oh nein! Fährt das wieder hoch? Oh. Glück gehabt. Glück gehabt, ey. Wow, okay, und das ist auch markiert, wenn es aktiviert ist, weil da sind dann solche Dinger, solche Leuchtteilchen drauf. So. Alle, genau, ich brauche mal kurz alle. Hier ist wieder ein Loot-Bereich. Oh, yes. Her damit, her damit, her damit. Angreifen! So, da unten geht's noch lang. Okay. Ja, aber ich glaube, da unten geht's nur für mich weiter. Genau. Das hat der eine schon richtig gemacht, denn da hinten, glaube ich, da ist unser nächster Sockel zum Einplatzieren dieses Objektes. Und genau auf der gegenüberliegenden Seite ist dann das andere. Ah, schöne Aussicht. Ich weiß, wo ich mein Partende machen werde. Haha. Denn das ist jetzt gleich soweit. Das war die dritte. Eine fehlt noch. Genau, und die ist auf dieser Seite. Ob uns da auch so eine Überraschung erwarten wird, wie jetzt das letzte Mal? Wir werden es schon sehen. Oh, wo sind meine Roten hin? Oh, ich habe die alle verloren. Ja, GG. Habe ich mal wieder nicht genügend aufgepasst hier. Gibt's ja nicht. Naja. Ich und meine Schergen verabschieden uns jetzt auf jeden Fall hier an der Stelle. Das war's von diesem Part. Overlord 2. Schöne Aussicht hier oben. Wirklich schön. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich wünsche euch einen wunderbösen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Part. Jetzt habe ich die Verabschiedung verkackt. Ja, GG. Bis dann und ciao.